Podcast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom KinoCast. Du atmest so schwer, Chris? Was ist los? Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich ins Intro reingequatscht habe. Das macht nichts, das kann ich zur Not nochmal drüber bügeln. Kannst du mich da beruhigen, ja, vielen Dank. Also, ihr habt es gehört, der Chris ist mit da, ich bin da, der Erik, hallo. Und hallo Erik. Die Kate lässt sich heute mal entschuldigen. Ich hoffe, sie hat dir die Lösung gegeben für ihr Filmrätsel, ansonsten Nein, hat werden sie die nicht. Leute sich den Kopf zermartern bis nächste Woche. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich auch nicht. Das sind die besten Voraussetzungen für es gibt ein Filmrätsel. Gelungene Sendung. Ja, du warst länger nicht mehr dabei. Aber wir haben eine Menge mitgebracht, eine Menge Filme. Wir haben einen brandneuen Film gesehen aus der Sneak Preview hier in Stuttgart. Aus der Metropol Sneak, um genau zu sein. Dann haben wir so noch ein paar Filme geguckt. Einen haben wir zufälligerweise sogar alle beide geguckt, weil der im Fernsehen lief, auf Sky. Und mal schauen, was uns noch so einfällt. Ein Filmrätsel, das nicht aufgelöst wird, ein Filmrätsel, das aufgelöst wird und ein neues Filmrätsel haben wir dabei. Und es gibt eine Ankündigung für ein Gewinnspiel. Ich habe hier nämlich schon was liegen, aber dazu später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zu Sneak. Sneak Preview. In der Sneak Preview hatten wir hier in Stuttgart den Film Whatever Happens und hat irgendwie nichts mit Oasis zu tun, sondern ist ein deutscher Film vom Regisseur Nils Laupert, der ja ähnlich wie, was weiß ich, Terrence Malick immer so alle Vierteljahrhundert mal einen Film rauswirft, so gefühlt. Der junge Mann aus Frankfurt am Main. Davor hat er nämlich einen Film gemacht, war irgendwie sowas Horrormäßiges und so, irgendwie vor 10 Jahren. Jetzt haut er mal wieder Whatever Happens raus. In dem Film spielen die Hauptrollen Silvia Höcks, heißt die, und Fahri Yardım. Den könnte man schon ein bisschen eher kennen. Also die Frau kannte ich jetzt noch nicht weiter, aber Fahri Yardım, der hat in relativ vielen deutschen Produktionen schon mitgespielt und der ist auch der Sidekick von Nick Chiller. Das T ist stumm, oder wie war das? Keine Ahnung, ich gucke keinen Tod. Ja, aber ja, was hat er noch? Bei Jerks hat er zum Beispiel mitgespielt in der Serie, die sehr, sehr abgefahren ist. Also wer Rick and Morty mag, kann mal bei Jerks reingucken. Ich weiß gar nicht, ob die bei Maxstorm lief die, ne? Kennst du die? Das war das mit Christian Ulmen. Genau. Ja. Ja, wollte ich sehen, aber kam ich leider nicht dazu. Extrem. Extrem politisch inkorrekt, muss man vorsichtig sagen. Ja, auf solche Sachen stehe ich ja, von dem her. Ja, ich auch. Bei Honig im Kopf hat er noch mitgespielt. Also Fahri Yardım, den kennt man, wenn man das Bild sieht irgendwie, dann weiß man, wer das ist. Und der Film beginnt damit, dass wir sehen, dass jemand eine Wohnung fertig macht für den Auszug und sich so ein bisschen Gedanken macht, so ähnlich wie bei Solo-Album damals, wo er quasi seine Wohnung alles ausräumt, um da irgendwo anders sein Leben neu zu beginnen. Und während er so die Wohnung da so streicht, kommt ihm so der Gedanke, bei Solo-Album jetzt kommt ihm der Gedanke, ja, hier hätte man sich's eigentlich auch schön machen können, als er die leere Wohnung sieht und so. So ähnlich fast ist es hier auch, so ein bisschen nostalgische Gefühle. Und dann sieht man in so einer Rückblende, wie das alles angefangen hat mit der Wohnung, nämlich Fahri Yardım, der im Film Julian heißt, und eine gewisse Hanna, die treffen sich zufällig bei so einer Wohnungsbesichtigung. Das ist in München und da weiß man ja, da ist die Wohnungsknappheit absolut extrem, und wenn da irgend so eine Wohnungsbesichtigung ist, wo eine halbwegs bezahlbare Wohnung ist, dann stehen da gleich zig Leute Schlange, die sich angucken wollen. Und bei einer dieser Wohnungsbesichtigungen sind die auch, die beiden. Und es wird relativ schnell deutlich, dass der Vermieter gerne ein Pärchen hätte, die dort einziehen. Er sagt es sogar. Genau, das wird sehr deutlich. Das wird nicht nur relativ schnell deutlich, er sagt es direkt. Also von dem her. Weil die beiden gerade, die haben sich gerade beide irgendwie ins Bad zurückgezogen gehabt, um sich das mal anzugucken, denkt der Vermieter, die wären ein Pärchen. Und die lassen den Vermieter auch in dem Glauben, und der Fahri Yardım, der nimmt da gleich das Heft in die Hand, weil die Silvia Höcks heißt sie, die ist auch irgendwie Niederländerin, glaube ich, die ist da noch nicht ganz so sprachgewandt, also er kann denen da ganz gut zuquatschen, und weil irgendwie die anderen
die das besichtigt haben, sie wollten alle irgendwelche WGs aufmachen, da haben sie ein bisschen Schiss davor, dass dann Lautstärke ins Haus kommt und so und die anderen Mieter vielleicht sauer sind. Ja, sie kriegen dann die Wohnung, was dazu führt, dass sie sich erstmal überhaupt kennenlernen müssen, beziehungsweise überhaupt erstmal miteinander auskommen müssen, denn Fariadim macht schon gern mal Partys und sie muss aber lernen für ihr Examen, was irgendwas Wirtschaftliches, wo sie dann irgendwie in Consultant-Richtung gehen will oder so. Und ja, das Ganze birgt natürlich auch eine gewisse erotische Spannung. Anfangs ist es natürlich so, sie hat einen Freund, der auch relativ schnell mal da vorbeikommt und er dachte erst noch, die anderen Typen inklusive Fariadim helfen ihr nur beim Einzug, aber als er dann erfährt, ach nee, das ist hier der Mitbewohner, da ist er erstmal nicht ganz so erfreut, aber am Anfang zumindest mal sind die Fronten klar und erst dann so im Laufe der Zeit ja, ist dann doch ein bisschen Annäherung zwischen den beiden, um es mal vorsichtig zu sagen, und daraus entwickelt sich dann... Ja, man freundet sich halt an. Ja, genau. Wo es halt... Muss ja also nach viel Kriseln am Anfang, irgendwann muss es ja gehen. Wo die Liebe da halt hinfällt, ne? Passiert immer dann, wenn man nicht dran denkt oder so, ne? Haha, lustig, das steht ganz am Anfang doch auch am Titel. Das Leben ist das, was passiert, wenn du andere Pläne machst oder so ähnlich, ne? War doch genau. Dieses... War das John Lennon oder so? Ja. Oh, hey, gut aufgepasst. Ja, siehst du mal, das ist doch ein bekanntes Zitat, das hat man doch früher immer mal verwendet in irgendwelchen Poesiealben oder sowas, wenn man das, falls das noch jemand kennt hier. Das war damals quasi, was heute die Timeline ist bei Facebook oder so. Ja. Du wirst lachen, ich schreibe heute noch als Lehrer da rein. Ah, gibt's Dinge. Noch? Das ist ja schön. Mhm. Ich dachte, es gibt immer, ich sehe immer nur diese Steckbriefalben. Oder sind das jetzt die Poesiealben? Ich dachte immer über die Kollegen, die auch reinschreiben und immer voneinander abschreiben. Musst einfach irgendwie ein paar richtig krasse Sachen irgendwie so. Ich male immer kleine Penisse auf die anderen Seiten. Genau, irgendwie so Notorious B.I.G. Zurück zum Thema. Notorious B.I.G. Zitate, so Life ain't nothing but bitches money. Ja. Ich habe geschrieben, I got 99 problems, but this book ain't one. Achso, okay, ja, auch nicht schlecht. Falls ihr mehr Anregungen bekommen wollt, chris@kinocast.net kann euch da noch Tipps geben, was ihr... Ich helfe gerne, ich gebe Kurse. Coole Sprüche rein. Pro Spruch 1 Euro oder eine Amazon-Bestellung über die Affiliate-Links und dann seid ihr dabei. Ja, die beiden freuen sich die kommen sich doch etwas näher als anfangs gedacht und daraus entwickelt sich dann halt doch ein bisschen mehr und jetzt weiß ich gar nicht, wie weit wir erzählen wollen. Ich fasse es mal so ein bisschen zusammen, möglichst spoilerfrei. Die Lebenswege oder die Vorstellungen von dem Leben und der Weiterentwicklung der beiden liegen doch ein bisschen auseinander, weil sie hat gerade studiert, ist gerade fertig geworden und strebt so eine internationale Karriere an. Und er ist Fotograf, der so ein bisschen so von der Hand in den Mund lebt und hier mal ein Shooting und da mal was Großes und dann mal wieder ein paar Wochen nichts machen und so. Und da kommen dann noch ein paar andere Themen dazu, dass sie sich wirklich damit beschäftigen müssen, wie geht's weiter mit der Beziehung, wer macht was. Und das Ganze wird halt so in Rückblicken auch erzählt, weil später kommt sie dann auch noch in der Wohnung mit dazu zum Renovieren vor der Übergabe. Und das Ganze ist auch so angesiedelt in irgendeiner Silvesternacht. Also ist dann auch noch ein bisschen außen so diese Stimmung, dass das Jahr zu Ende geht und alles hat irgendwie einen neuen Anfang und so. Das ist ganz gut umgesetzt, finde ich, ja. Ich glaube, ich will mal nicht viel mehr verraten, oder? Ist noch irgendwas? Nö. Lass mal die entscheidenden Überraschungseffekte, lassen wir bewusst mal aus, ja. Wer hätte auch gedacht, dass das Kind am Ende explodiert, ne? Ups! Ja. Ach ja, Freundeskreise gibt es dann auch noch natürlich, ne, die dann auch so ein bisschen überlappen und ihre eigenen Wege gehen. Und insgesamt, ich fand das sehr schön, den Film. Also richtig gut gemacht. Ich mag ja auch so ein bisschen eher so diese Storys, die so ein bisschen nah dran sind an dem tatsächlichen Leben auch, wo man das richtig merken kann, so Sachen, die wirklich passieren können. Also nicht so diese typischen Rom-Coms, wo sich da zwei treffen und du weißt genau, okay, so nach ungefähr zwei Dritteln des Films gibt es dann mal irgendwie so einen Tiefpunkt, wo irgendwas enthüllt wird, was am Anfang nicht ausgesprochen wurde und dann
entzweien sie sich erstmal wieder, um dann am Schluss wieder zusammenzukommen. So dieses typische Rom-Com-Klischee-Ding und dann noch mit irgendwelchen Freunden. Sondern hier war es eigentlich tatsächlich so, ja, wie es auch bei, ja, bei einigen Familien auch ist, wenn beide irgendwie arbeiten, sich da irgendwie arrangieren müssen und auch bei länger gehenden Beziehungen, wenn man dann halt merkt, dass ja, der eine ein bisschen andere Vorstellungen hat oder man entwickelt sich selber in bestimmte Richtungen weiter und merkt, der andere ist noch ganz woanders unterwegs, wo man sich dann immer mal die Frage stellen muss, ist das noch das oder ja, gibt es eine Möglichkeit, da einen Schritt aufeinander zuzumachen oder ist das alles schon vorbei oder so. Ich fand das sehr, sehr gut, ne? Aber du fandst, glaube ich, auch ganz gut, oder? Den Film. Ich glaube, Kate fand es nicht so gut, deswegen. Ja. Ja, ist ruhig erstmal hin, soll ich noch. Ja. Weil Chris ist hier kurzfristig eingesprungen, hat aber sein Armbrot noch nicht gegessen. Aber, ich ja. dachte, ich nutze kurz den Moment, ja. wenn du einen Monolog führst, dass ich nochmal kurz ein bisschen nehme und dann scheiße eine Frage, das war klar. Ich fand den Film wirklich schön. Also ich fand, der war. Wie du schon gesagt hast, es gibt tausende von diesen Filmen mit Ha, dann hin und her und wie es entwickelt sich, aber ich fand es einfach sehr bodenständig erzählt, weil es nicht irgendwie jetzt so völlig aus dem Rahmen gegriffen die Geschichte eigentlich entstanden ist, also nicht so boah, abgefahrene Jobs oder so, nein, Fotograf, mein Gott, der halt auch irgendwelche Sachen dann sausen lässt und sie dann irgendwie da erfolgreich arbeitet als Managerin und dann auch solche Kommunikationsseminare gibt. Das fand ich einfach super stark, auch wie das dann dargestellt ist, weil das ist das typische Problem eigentlich auch, dass man, also ganz arg oft, also ist ja nicht so in vielen Beziehungen wahrscheinlich dann auch der Fall, sondern jetzt wird es hochphilosophisch, sondern dass man dann mehr übereinander statt miteinander redet. Und in dem Fall wird einfach gar nicht geredet und das fand ich dann schon sehr schön. Ich fand es einfach schön dargestellt, weil ich auch die beiden Hauptdarsteller fand ich sehr stark. Die haben das sehr, sehr glaubwürdig rübergebracht, auch diese innere Zerrissenheit dann teilweise und wie sich das alles dann entwickelt und bliblablub. Fand ich gut, also war richtig schön erzählt, mit allen Tücken des Alltags, mit allem möglichen Zeug drin, mit allen neuen Nachbarn und was weiß ich was alles an. Von dem her, ja, es war wirklich, der Film blieb dem Spruch, der am Anfang eingeblendet wurde, blieb der komplett die ganze Zeit über treu und sowas finde ich dann schön, wenn man schon so sich so ein Zitat raussucht und dann eben das nicht irgendwie schleifen lässt, sondern ja, cool, wir haben noch irgendein hochphilosophisches Zitat irgendwo angebracht, sondern das Zitat wirklich auch den Film dann durchträgt und auch ein bisschen lebt. Und das fand ich stark und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Wir hatten mal das Sneak Preview über diesen Film 5 Zimmer, Küche, Bad oder so ähnlich, ne? Oder waren das 3? 3 Zimmer, Küche, Bad? Oder mal 3 Zimmer, Küche, Bad. Der war auch so relativ nah dran oder sehr authentisch, vielleicht ein gutes Wort dafür, wo halt wirklich so die Alltagsprobleme dargestellt sind, aber eben nicht ja, nicht so völlig überspitzt, wo man sagt, boah, das ist ja jetzt, also das kann ja nun gar nicht, also, sondern wirklich so ganz nüchtern beobachtet, aber doch relativ nah dran. Oh, ich sehe gerade hier, der hat Prädikat wertvoll bekommen, der Film. Der Film bedient sich eines Narrativs des Liebesfilms, das sowohl als Liebesdrama als auch in Form der Romantik-Comedy in Klammern 500 Days of Summer in den letzten etwa 10 Jahren zu niveauvollen und erfolgreichen Filmen geführt hat. Guck an. Oh, 500 Days of Summer war auch ein sehr toller Film. Bezeichnend ist die erste Szene des Films, wenn Hannah mehrere Gegenstände aus Umzugskartons hervorkramt, die sie an eine Vergangenheit erinnern, die der Film dann vermutlich erzählen wird. Aha. Okay, stimmt. Ja, stimmt. Die packen dann Sachen aus. Das fand ich dann auch so. Aber das mit der Vase kann man sagen, ja, oder nicht? Genau. Oder das ist so arg gespoilert. Nee, mit der Vase, genau, dass die dann nochmal wiederkommen. Vase, ne? Ja, das ist meine Vase. Okay, ich dachte, das ist meine Vase. Nee, ist meine Vase. Und später stehen sie mit zwei identischen Vasen da. Also das war nicht schön. Das ist einfach so eine typische Geschichte irgendwie. Und ach genau, jetzt lese ich auch gerade was hier. Siehst du, ich muss hier das Film bewerten. Gut, dass du so vorbereitet bist, ja, auf die, genau, Sendung. Weil, nee, das fällt mir jetzt gerade wieder auf. Das fiel mir so unterbewusst im Film auch auf. Hier, Zitat: Die Wohnung des Paares ist exzellent ausgestattet. Es ist wie immer wieder wohltuend, einmal keine unbezahlbare und unpersönliche Designerwohnung zu sehen. Genau, die haben halt so, ja, eine ganz normale Einrichtung halt und ja, da sieht so manchmal ist, das meine ich ja mit diesem bodenständigen, ja, ein bisschen verkruscht aus manchmal in manchen Ecken und so, ja, ja, genau, also das stimmt. Deswegen, das hat so authentisch gemacht irgendwo,
Hm? Also ich habe es denen echt abgekauft. Also das ist wirklich mehr, als ob man, klar war es ein Film und klar alles, aber trotzdem, das hätte original so ein Pärchen auch sein können. Also ohne, dass es groß gestellt ist. Das hätte man einfach, wenn jetzt irgendwo rechts oben das RTL-Logo gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen versifter gewesen. Aber so ist es halt nicht, weil es hatte etwas mehr Niveau. Die Trovatus. Ja, Drehbuchförderung 25.000 fürs Drehbuch hat er gekriegt und Produktion Filmfernsehfonds Bayern 420.000. Ist wahrscheinlich dann doch in München gedreht, denn die Wohnung, die sie dann renovieren, die dann alles leergeräumt ist und weiß gestrichen und so, das sieht auch wirklich aus wie die Wohnung, in der sie die ganze Zeit irgendwie gedreht haben. Ja. So von den Ecken her. Also das scheint dieselbe Wohnung zu sein. Haben sie wahrscheinlich so ja, chronologisch erst das eine gedreht und dann die anderen Sachen und dann gab es noch ein paar Aufnahmen in Frankfurt am Main und so. Nee, toller Film, hätte ich nicht gedacht. Vor allem Farid Adem hatte er manchmal so ein bisschen so Klamaukrollen oder so Sidekick-Rollen. Da war ich mir nicht sicher, ob der auch quasi so einen Film als Hauptdarsteller mittragen kann, so in der Form. Aber ja, stell ihm eine hübsche Frau zur Seite, dann funktioniert's. Ah, die Frau fand ich schauspielermäßig ein bisschen schwächer als ihn. Also ihn fand ich eigentlich wirklich, der hat es eigentlich an sich gerissen in den Film. Ich fand die Frau echt schick. Ja. Nacktszenen. Ja, gibt's auch, stimmt. Jawohl, also, was geben wir da? Also, was habe ich denn hier überhaupt in unserer Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe gegeben? Muss ich doch gleich mal einen Blick reinwerfen, ob ich da noch... Du hast ihm 8 gegeben. Dazu, da kann ich eindeutig dazu stehen. Und du hast 7. Ich bin nämlich vorbereitet. Ich habe 7 gegeben, du hast 8 gegeben. Ja. Jawohl. Okay, da stehe ich dazu. 8 Punkte. Ich fand ihn toll. Ich werde ihn bestimmt auch nochmal gucken. Fand ich echt gut. Oh. Ja. Schön gemacht. Okay. Ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum, aber man kann ja auch hier den zu Hause mal gucken mit meiner Frau oder so. Da gibt es ja doch Themenbereiche, die uns vielleicht auch betreffen oder so, manche Dinge. Oh, möchtest du darüber reden? Nein. Willkommen Paartherapie hier im Kinocast. Nee, aber hast du da auch noch einen Einspieler Paartherapie? Nee, habe ich nicht, aber ich hätte sowas hier. Ja, oder sowas. Oh, der Applaus hört gar nicht mehr auf. Oh, 32 Sekunden ja. Geht der Applaus nicht gerade. Geht ja auch in meine Richtung, deswegen hört er nicht auf. Okay. Naja, nee, aber ich denke mal, der Film könnte ihr gefallen, das meinte ich. Ne? Sehr selten mal so ein Film, das Sneak kommt, wo ich sage, ah, den kann man auch zu Hause mal gucken. Jo, wenn wir einmal hier in der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe sind, da können wir ja gleich mal in die Sneak-Tipps einen Blick reinwerfen. Willst du das heute mal machen? Ja, der Tipp für nächste Woche ist nämlich, oder jetzt für die nächste Sneak, für die nur 920, wo ich leider nicht anwesend sein werde, weil ich ja... Ich auch nicht. ...morgen ins schöne Hessen fahren darf. 4 Stunden Busfahrt mit 6 Klässlern und eine Woche Landschullandheim, also so irgendwie mitten in einem Berg, an einem Wald und was weiß ich, was mich erwartet. Da gibt es Berge? Wahrscheinlich wunderbarstes Herbstwetter. Im Taunus, oder? Nee, Vogelsberg oder wie das Ding heißt. Ah, Vogelsberg. Da war ich sogar schon mal. Ja, natürlich. Der Erste, der es kennt. Ich war da sogar schon mal. Ey, siehst du mal. Nicht dein Ernst. Das ist, glaube ich, neben dem Taunus als ganzes Gebirge, ist das so den einzigen Berg, den ich in Hessen kenne. Vogelsberg, stimmt. Da war ich damals mit meiner Mutter mal im Urlaub. Da wollte die unbedingt mal hin irgendwie, weil wir haben da in der Nähe irgendwo, hat sie Bekannte gehabt, dann sind wir da hingefahren. Das war voll langweilig für mich irgendwie. Ich war damals irgendwie 16 oder so, da bist du da voll in der Natur und wandern und so. Ja. Und ja, die ganzen, das Zimmer da von diesem, ich weiß gar nicht, Landhotel, das war, ja, der Kristall hat das auch so schön erzählt in seinem Comedy-Programm so. So, das waren 50 Shades of Brown, die Einrichtung. Ja, Herbststein, da ist es. In 36358 Herbststein. Also falls jemand aus Hessen uns hört, ich mag Pizza. In fast allen Variationen, keine Anchovies. Bei mir war es irgendwie nicht recht an der Alsfeld oder so, die Drehe. Also in Alsfeld sagt mir noch irgendwas. Ja, das ist in der Nähe von Lauterbach, sehe ich jetzt gerade. Also Alsfeld, die Stadt, sehr schön. Echt. Fulda. Fulda ist, glaube ich, die nächstgrößere Stadt. Fulda kenne ich. Fulda kenne ich. Ja, super. Fulda. Schön, dass du Fulda kennst. Fulda kenne ich. Da. Ja, okay. So viel dazu. Ich bin morgen auch nicht da, weil es Elternabend im Kindergarten.
Da muss ich aber nicht hin, sondern die Kugel gibt sich meine Frau. Deswegen, aber ich muss natürlich dann zu Hause bleiben und die Kinder hüten, wie sich das für einen Mann gehört. Wobei ich ja der Meinung bin, dass deine Tochter langsam selber auf den Kleinen aufpassen kann. Ja, nee, die hat zu viele Flausen im Kopf und die muss noch wieder was lernen. Etwas mehr Vertrauen in deine Kinder, bitte. Das, willkommen bei der Paartherapie. Das Experiment. Will ich Familientherapie nicht, im Kinokast. Nicht gerade morgen wagen, aber gut. Okay, Tipp auf jeden Fall für die Sneak morgen, also für die 920 bei der Metropol Sneak Stuttgart, also von den Innenstadtkinos, ist: Ruhm ist nicht alles. Und es ist das Ruhm mit H. Also nicht Ruhm ist nicht alles, sondern Ruhm ist nicht alles. Und eine Buddel von Ruhm. Und jetzt Feuer frei. Ich weiß, was kommt. Achso, der René Heimer schreibt, zuerst dachte er an Django. Der meint aber bestimmt nicht den Revolver Django, sondern gibt es irgendwie so einen Film, der heißt Django, mein Leben für die Musik. Da habe ich etliche Einladungen gekriegt zur Pressevorführung. Könnte sein, aber er schwenkt auf Maudi um. Maudi. Das könnte natürlich auch sein. Der Thomas Holmer hat noch getippt: Meine schöne innere Sonne, Isabelle und ihre Liebhaber. Habe ich noch nie was davon gehört. Kann ich jetzt erstmal nichts dazu sagen. Bist du keiner der Liebhaber von Isabelle? Nein. Die Zeiten sind vorbei hier. ich habe getippt heute The Secret Man. Oh. Neuer Film mit Liam Neeson, Diane Lane. Da geht es irgendwie, warte mal, worum war das? Ach genau, das war die Enthüllung hier, Watergate-Affäre und so. Wegen Ruhm ist nicht alles, also die Enthüllung, irgendwie dem Enthüllungsjournalisten ist ja irgendwie angeboten worden, hey, sag mal, wenn du das für dich behältst und so, dann machen wir dich irgendwie in anderer Weise bekannt oder sowas. Und er hat aber gesagt, nee, um meine Ehre oder meine Journalistenehre, ich will das veröffentlichen. Oder, ich habe auch noch getippt, Patty Cake, wie spricht sich das eigentlich, Patty Cake Dollar, Queen of Rap oder Patty Cakes, und das S ist ein Dollar. Wahrscheinlich. Ja. Patty Cakes. Da geht es um eine junge Frau, die irgendwo so White Trash mäßig, und die will irgendwie Rapperin werden in den USA und so. Und der Trailer sieht ganz witzig aus, aber deswegen Ruhm ist nicht alles, weil die hat auch so ihre Freunde und so. Könnte sein, weiß ich nicht. Da du ja irgendwie eine Indikation hast, was kommt, dann frage ich dich nicht, fragen, was du tippst davon. Dass die Klippe umschiffen wir dann mal lieber. Mhm. Aber liebe Hörer, wenn ihr noch was tippen wollt oder wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, Ruhm ist nicht alles, was da auf den Tipp passen könnte, dann schreibt das mal rein in die Metropol Sneak Facebook-Gruppe und dann schauen wir mal, ob es jemand richtig hatte. Mhm. So machen wir das. So, ich habe noch einen Film geguckt und eigentlich zwei, ne? Wollen wir den ersten, den haben wir beide geguckt, wollen wir den mal nehmen? Wir haben beide im Fernsehen, auf Sky, haben wir Passengers geguckt. Willst du den mal zusammenfassen? Kann ich mal einen Schluck trinken? Mir fehlen die ersten 20 Minuten. Ich glaube, da ist nicht viel passiert. Irgendwie dümpelt das Raumschiff 20 Minuten lang rum. Und man sieht, so in etwa. Und dann wird ja irgendwie der Chris Pratt hier, der Guardian of the Galaxy, genau. Star-Lord, wird dann geweckt. Chris Pratt wacht auf. Oder seine. Also das ist ein Raumschiff, das ist auf... Der Film war ja schon mal hier, der wurde ja schon mal besprochen, ne? Mhm. Mal dazu sagen. Deswegen machen wir es ganz kurz. Raumschiff durch die Welt, durchs Weltall, weil ein neuer Planet soll besiedelt werden, ist, was weiß ich, wie lange unterwegs auf jeden Fall, weil was mit einer Schlafkammer nicht funktioniert, wacht der eine 90 Jahre zu früh auf. Und zwar Chris Pratt, also Jim Preston im Film, Chris Pratt. Und dem ist halt irgendwann auf dem Schiff auch langweilig. Also 120 Jahre unterwegs. Ja. Oh. Und er wacht einfach zu früh auf. Und ja, irgendwann wird es ihm halt langweilig. Was macht man dann? Genau, man guckt die anderen Passagiere an und holt sich die hübscheste Frau raus. Also die Denkweise ist ja jetzt irgendwo nachvollziehbar, ne? In dem Fall ist es Jennifer Lawrence, die hätte ich, wenn ich die Auswahl hätte, wahrscheinlich auch genommen in dem Fall, also je nachdem, was noch anderes rumgefahren wäre. Aurora Lane heißt sie im Film. Man kann ja erstmal in Ruhe gucken. Ja, natürlich, man kann erstmal gucken und wenn man dann auch die ganze Bio von ihr lesen kann und so, dann sucht man sich halt den Menschen raus. Dass die Särge gläsern sind, ne? Wie bei Schneewittchen. Ja, genau, ist ja geschickt, ne? Und draußen auch Fotos drauf und dann Dingsen, also schon ganz cool eigentlich,
Echt ganz praktisch, wie gesagt, kannst du was sich das angucken kann. Und er weckt sie halt auf und es kommt dann irgendwie dann raus, dass es bei ihr gar kein Versehen war, dass sie aufgeweckt wurde, sondern dass er das war. Dann findet sie ihn halt nicht mehr so toll, wie sie ihn zwischenzeitlich gefunden hat. Ich meine, ist klar, wenn man allein auf einem Riesenraumschiff ist, irgendwann Mann und Frau, irgendwann kommt halt Knickknack. Ja, und dann ist plötzlich noch ein Dritter wach. Na? Lawrence Fishburne. Fishburne. Morpheus, genau. Gus Mancuso. Aber sag mal, hat er irgendwie, ist der die ganze Zeit auf Valium oder was? Was ist denn mit dem los? Nee, der ist ja krank. Der ist ja ganz, ganz schlimm krank. Aber der ist doch völlig... Und ja, auf jeden Fall stellt sich raus, dass halt mit dem Schiff was nicht stimmt, weil was kaputt ist und die müssen das halt reparieren und ja, irgendjemand stirbt und... Und der Barkeeper. Ja. Kennt man ja auch. Barkeeper war... Michael Sheen, den hatten wir doch letztens erst in... Genau, Michael Sheen, natürlich. Arthur, der Barkeeper, natürlich. Ja, ja, das ist so im Groben die Geschichte. So ist das. Ja, so ist das. Mehr ist es auch nicht. Genau, das ist auch nicht mehr. Also, nee. Ist halt der Film, ne? Ich meine, wo halt bei Gravity noch ein bisschen so dieser Überlebenskampf, so, oh, bin hier draußen und aha, was passiert und irgendwie so dieses, ein Underdog, muss ich irgendwie, ein Underdog ist schlechter Ausdruck, jemand ganz Normales, wie die halt als Wissenschaftlerin da hochgeflogen ist, muss ich halt irgendwie jetzt Sachen stellen, denen sie eigentlich kaum gewachsen ist, Sandra Bullock hier, und ja, oder bei, was weiß ich, Stirb langsam, der eine John McClane, der ist da mit sonst was auf, hat man halt hier nicht, irgendwie ist alles so, ja, irgendwas ist mit der Technik, wir gucken mal hier und da gucken wir mal da. Ja, eben, also. Und sieht schon alles, also Style, der Film ist eindeutig Style over Substance, sagt man im Marketing. Also da ist wirklich durchgestylt bis zum geht nicht mehr. Kleidung, Raumschiff, das ist ein Eye-Candy, sondergleichen. Also im Kino, unsere Frauen haben das ja im Kino geguckt, den Film. Im Kino wirkt er bestimmt richtig gut. Also wenn du da so dieses Feuer siehst oder dieses Raumschiff oder überhaupt. Ne? Aber jetzt hier auf dem kleinen Screen hat mich das kaum an irgendeinem Punkt mal irgendwie ein bisschen mitgerissen. Es war zwar... Es ist halt opulent halt, ne? Also von Schauspielern her ist es eigentlich relativ cool besetzt. Aber auch schon Soundtrack-mäßig am Ende läuft dann noch Imagine Dragons und der Film ist halt unglaublich vorhersehbar. Das ist der Wahnsinn. Ja, also, das ist wieder so ein Fall, was ich vorhin sagte, ne? Wo dann so bei so einer Liebesgeschichte gibt es dann mal so einen Moment, wo die zwei sich entzweien. Und ups, ja gut, jetzt habe ich... In dem Fall ist ja jetzt die 20, ja, sie stellt fest, dass er sie geweckt hat. Hat sie damit quasi getötet. Ja, richtig. Ja, aber... Weil sie wird ja nie ankommen auf dem Planeten innerhalb ihrer Lebenszeit. Ja, das ist ja nicht ganz raus, ob er das gemacht hat. Nein, das ist nicht so raus. Da möchte ich jetzt nochmal widersprechen. Das Stimmt. ist so ein bisschen das, was so ein bisschen offen bleibt. Aber trotzdem, also es gibt so eine Szene, da sind sie draußen im Weltall und sie hüpft nach ihm und ich saß dran und habe gemeint, und das Seil ist zu kurz in 5, 4, 3, 2, 1, pop, das Seil war zu kurz. Sowas. Also es ist, ja, das fand ich ein bisschen schade. Also durchaus Potenzial für das ganze Tamtam in dem Film auch, also für die Effekte und die Idee dahinter auch. Aber das ist halt, sagen wir es so, wenn es eine Sonate wäre oder ein Musikstück, wäre es quasi ein von einem Orchester vorgetragener Dubstep-Remix von Alle meine Entchen. Und egal wie pompös und krass das klingt, am Ende ist es immer noch Alle meine Entchen. Ja, also ich hätte mir da auch noch ein bisschen mehr, irgendwie ein paar Kniffe noch drin erwartet in dem ganzen Stück, ne, wo man dann sagt, ja, da kommt jetzt nochmal noch ein bisschen Drive rein in die Sache, aber nee, das war irgendwie nicht so. Sieht zwar gut aus, die Liebesgeschichte ist ganz nett, aber hey, warum muss das da so lange gehen und da so rum und um und nur althergebrachtes Zeug wieder neu aufgießen. Also insgesamt das Setting mit dem Raumschiff, was da unterwegs ist, war ja schon ganz nett, aber dieser Morten Tyldum, der ja Regisseur ist, ne,
Der hat ja zum Beispiel The Imitation Game gemacht. Das ist ja wirklich also das war ja wesentlich besser, ne? Also den hatten wir auch in der Sneak gehabt. Da war ja richtig Dampf drin und der hat ja auch diesen Joe Nesbos Headhunters gemacht. Den hatten wir auch in der Sneak. Der war ja extrem brutal und fand ich auch ziemlich gut. Aber hier war ja irgendwie kein Spannungsbogen so richtig. Puh. Tja. Passengers. Ja. Kann man nicht so wirklich weiterempfehlen. Wie viele Punkte würdest du ihm geben? Ich würde 6 Punkte geben. Ich gebe ihm 5. Okay. Weil ich es echt, also wie gesagt, das ist rett. Also es gab eine richtig, richtig, richtig coole Szene, die ich sehr beeindruckend fand. Das war, darf man das erzählen, ohne dass es Spoiler ist? Ich weiß ja nicht, was du erzählst. Das ist da, wo das Gravitationsfeld ausfällt. Ach so, ja. Das war cool. Und aber auch nur Jennifer Lawrence gerade am Schwimmen ist. Ja. Aber sie ist gerade im Schwimmbad unterwegs und dann fällt die Gravitation aus. Und das fand ich sehr cool gemacht. Ja, das war auch, ich glaube, wissenschaftlich korrekt dargestellt, wenn ich mich an meinen Physik-Leistungskurs erinnere, was mit dem Wasser da passiert. Kann gut sein. Also wie gesagt, aber das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, auch so diese Gimmicks, die da so hatten, war schon cool, ja. Aber dadurch, wenn man jetzt Star Trek guckt, irgendwie auf Netflix oder selbst das alte Enterprise, was ich jetzt gerade durchlaufen lasse bei mir immer, das ist ja wesentlich interessanter. Da gab es heute eine Folge, da sind die auf so einem Planeten, also bei dem alten Enterprise, was ich gerade gucke, ich bin irgendwie Mitte Staffel 2 oder so, sind die auf so einem Planeten und da wird so Deuterium abgebaut oder sowas und die werden immer von so Klingonen unterjocht und dann stellen die den Klingonen eine Falle, das ist so ein bisschen wie hier die glorreichen Sieben, ja, also da sind wirklich eine Handvoll Leute nur unten, die diese Minenarbeiter da irgendwie fit machen müssen, dass sie gegen irgendwelche Disruptorwaffen von den Klingonen da überhaupt die Dreiviertelstunde Star Trek Enterprise, die eine Folge war spannender als das ganze Passengers. Bei Passengers ist natürlich mehr Geld drin und so, aber ja. Naja. Okay. Ja, aber so sieht's halt aus. War da mal ein Knopf dran hier. Ich habe noch Dunkirk geguckt, den neuen Film von Christopher Nolan. Mit, ja, der Hauptcast, die sind mehr oder weniger, so kannte ich nicht, Fionn Whitehead und Mark Rylance. Tom Hardy ist noch mit dabei. Den kann man natürlich kennen. Den Mark Rylance, den kennen wir auch. Der hat meistens, wo hat denn der zuletzt mitgespielt? Weiß gar nicht, ja. Kenneth Branagh hat noch eine Rolle, den kennen wir ja durchaus auch. Der spielt so einen General, glaube ich, oder so. Und hier geht es um die Stadt Dünkirchen und um die Situation, die sich im Zweiten Weltkrieg ergeben hat, nämlich, dass die Nazis die französische Stadt Dünkirchen eingekesselt haben und dort sind aber sehr viele Truppen stationiert von den Alliierten, Großteil Engländer, aber auch Franzosen und Amerikaner. Und die Stadt kann halt nur über das Meer entfluchtet werden, um es mal, oder wie nennt man das, evakuiert werden. So, genau. Die Stadt ist schon völlig umkämpft. Da sind so ein paar Straßensperren, die sie da errichtet haben, wo die wirklich teilweise die Leute in so Himmelfahrtskommandos da kämpfen bis zur letzten Patrone, um da irgendwie den Vormarsch noch aufzuhalten, damit die Riesenmenge an Soldaten, die am Strand ist, irgendwie evakuiert werden kann. Und die Kamera begleitet zunächst mal einen Soldaten, der sich durch diese Stadt irgendwie durchkämpft, wo halt wirklich gleich am Anfang schon irgendwelche Personen ums Leben kommen, wo man eigentlich dachte, ach okay, das ist jetzt also die Truppe, um die geht's jetzt und dann bam, 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 sind auf einmal zig Leute weg. Ne? Und denkst, ah okay. Und so ist eigentlich auch der ganze Film. Das heißt, man kann eigentlich nie sich sicher sein oder man kann nie zu sehr mit jemandem mitfiebern oder was, weil man nicht weiß, beim nächsten Schuss ist der vielleicht weg. Und so ist es ja dann auch in einem richtigen Krieg. Das macht ja dann vor niemandem Halt. Und da kann ja niemand sagen, hey, ich habe hier alle Rambo-Filme gesehen, mir passiert schon nichts. Oder ich habe alle Call of Duty-Teile gespielt oder so, wie es halt viele amerikanische Soldaten denken. So, ja, ich habe alles gespielt, ich kenne mich aus und so. Sondern das ist dann halt wirklich die harte Realität. Und da passieren halt auch wirklich üble Sachen. Und das ist ungefähr so, fast so ein bisschen wie der Anfang von Saving Private Ryan, aber irgendwie noch so ein bisschen esoterisch würde ich, ist vielleicht auch, hatte irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Also
ist halt diese typische Christopher Nolan, weil wir sehen dann, wir begleiten dann auch noch einen Royal Air Force Piloten, der zusammen mit seinem besten Kumpel fliegt auch und mit ein paar anderen noch zusammen, die sich in Luftkämpfe befinden, und es gibt immer mal wieder so Schnittpunkte, wo sich die einzelnen Geschichten mal so überlappen, also wo halt diese Air Force Piloten irgendwie ein Flugzeug abschießen, was gerade irgendwie ein Schiff attackieren wollte, wo welche drauf sind, die wir auch gerade gesehen haben in der Story. Es ist aber so, das ist jetzt nicht alles so linear erzählt. Das ist aber auch nicht so sehr zerstückelt wie Pulp Fiction, wo man sagt, okay, jetzt kommt der Teil, der ist vor dem anderen und dann kommt der und so. Sondern das ist immer so ein bisschen leicht zeitversetzt, was es auf eine Weise irgendwie total interessant macht, weil du siehst dann plötzlich eine Szene, wo du denkst, ah, Moment, das habe ich doch jetzt gerade, da war doch was und so. Und genauso passiert es ständig, weil diese Unsicherheit, was jetzt gerade passiert, in welcher Zeit du dich gerade befindest, die ist eigentlich die ganze Zeit da. Du weißt eigentlich nie, wo befinde ich mich jetzt gerade, in welchem Gewirr. Und das sind halt wirklich nur so die Anhaltspunkte, wenn dann mal wieder eine andere Person gezeigt wird. Denn die Engländer sagen nämlich, sie können ihre Flotte nicht schicken, um die Leute dort abzuholen von dem Strand, weil sie Angst haben, dass die Flotte irgendwie attackiert wird, weil da sehr viele U-Boote sind von den Deutschen und auch sehr viele Luftangriffe dort passieren, weil sich das natürlich alles dort konzentriert, die ganzen Kampfhandlungen. Und dann beschließt man, oder es gibt dann so eine Art zivilen Ungehorsam, dass wirklich sehr viele ganz normale mit ihren zivilen Booten einfach über den Ärmelkanal fahren und dort irgendwie das ganze Boot vollknallen mit Verwundeten oder mit Soldaten und die halt wieder zurückfahren, wirklich völlig auf eigenes Risiko. Und da passiert auch sehr viel. Und das halt in so einer großen Menge, dass es geschafft wurde, da diese Leute alle von dem Strand abzuholen. Und das ist wirklich sehr eindringlich auch dargestellt. Es ist unheimlich gut gefilmt. Mir hat allerdings so ein bisschen der Drive gefehlt von anderen Christopher Nolan-Produktionen, wo da war irgendwie teilweise ein bisschen mehr Dampf drin. Dadurch, dass hier gerade, dass einem die Personen immer alle so ein bisschen fremd bleiben. Ne? Bis auf, da gibt es so eine Truppe, die ist auf so einem Boot, denen kommt man mal ein bisschen näher. Aber ja, alles andere ist halt so, wie der Krieg halt so ist. Ja? Du weißt halt nie, wen erwischt es jetzt als nächstes. Und ja, aber die Bilder sind schon der Wahnsinn. Der Soundtrack auch. Der ist jetzt völlig untypisch wie bei anderen Kriegsfilmen oder so. Das ist jetzt nicht irgendwelches was Martialisches, sondern teilweise wirklich so sphärische Klänge, die da eingespielt werden. Und dann die ganzen Aufnahmen, Luftkampf und ja, sonst was alles. Ist schon überragend. Also kann ich schon empfehlen in der Richtung. Falls den noch jemand erwischt, den Film, also für Christopher Nolan-Fans auf jeden Fall sehenswert. Wer ordentlich Action sehen will, der hat auf jeden Fall mehr Drive gehabt als Passenger. Klingt auch schon so, ja. Und auch wesentlich mehr Darsteller. Da waren ja irgendwie 400.000 an dem Strand und gefühlt waren das alles Extras, also alles Statisten. Werden die auch alle einzeln nachher aufgeführt? Am Ende. Der Abspann ging natürlich sehr, sehr lang. Das weiß ich nicht, ob die dann wirklich jeden Einzelnen da aufgeführt haben. Schade. Eine Warnung muss ich noch aussprechen, und zwar geht das dahin, wenn ihr jetzt sagt, ah cool, ich hab das jetzt gehört hier im Kinocast, ich will mir den jetzt kaufen. Wenn ihr bei Amazon das eingibt, Dunkirk, da kommen etliche Filme, und da gibt es auch welche, die sehen vom Cover her so ähnlich aus wie der aktuelle Kinofilm Dunkirk, aber das ist irgendwas anderes, so irgend so eine, weiß nicht, wie ist Porno. Das hier? Nein. BBC mit Benedict Cumberbatch, irgendein The True Story of the Evacuation, irgendwas, ein BBC-Fernsehfilm oder sowas mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Also das kann natürlich gut sein, der Film, keine Frage, aber es ist nicht der Film. Ne? Also Vorsicht, wenn jetzt jemand sagt, ah ja, interessiert mich, will ich mal auf DVD vorbestellen oder so. Das Einzige, was es momentan gibt, ist so ein Taschenbuch zu dem Film. Aber den Film gibt es noch nicht. Es gibt nur den alten hier mit Die Schlacht von Dünkirchen. Ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie, du hast Benedict Cumberbatch gesagt, ich hatte
Cucumber Batch im Kopf, ne? Wie es halt ist. Die Gurke. So. I'm a pickle. Pickle Rake. Okay, Entschuldigung. Also ja. Dann, wie viele Punkte gibst du Dunkirk? Ich gebe mal 7,5. 7,5 von 10. Okay. Klar. Weil ich wollte mir den nämlich eigentlich dann bei Gelegenheit mal auf Blu-ray bestellen. Ich habe mir jetzt auch gerade ein paar Sachen vorbestellt, die irgendwann dann im April irgendwie eintreffen und so, aber wie gesagt, da ist mir das aufgefallen. Dunkirk, gibt es noch irgendwelchen anderen Kram? Das wundert mich eigentlich, weil normalerweise, wenn die Filme im Kino sind, kannst du normalerweise bei Amazon schon die DVD oder Blu-ray vorbestellen. Das war echt komisch, dass es bei dem noch nicht geht. Weiß nicht, okay. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Special Edition oder sowas, sonst was, die nochmal länger ist oder so. Okay. Oh, hier hat jemand bei IMDb, sehe ich gerade, 1 von 10 gegeben. Worst movie I've seen in years. And I recently watched Suicide Squad. After 20 minutes I was ready to walk out due to boredom. Okay. Also der Film geht langsam los. Ne? Also es ist am Anfang eine hektische Szene, wo der Junge durch Dünkirchen flieht bis an den Strand. Und dann ist wirklich erstmal so ein bisschen, ja, die stellen sich dann alle am Strand auf und warten, bis das Boot kommt. So. Da ist wirklich nicht viel los, aber dann, ja, geht's richtig los. Dann, ja. Okay. Was haben wir noch so? Also das waren die gesehenen Filme. Aber jetzt werfen wir mal hier einen Blick rein. Kinocharts und Neustarts. So, dann muss ich die natürlich erstmal aufrufen hier alle. Also die Kinocharts hier in Stuttgart, da sieht es wie folgt aus. Platz 10, Victoria und Abdul. Platz 9 ist der Schneemann. Platz 8, Kingsman, The Golden Circle. Hatte ich in der letzten Ausgabe vorgestellt. Platz 7, My Little Pony, der Film. Platz 6, American Assassin. Platz 5 ist Geostorm. Der würde mich eigentlich interessieren. Mal gucken, wenn der mal bei mir um die Ecke Convestheim läuft. Der ist bestimmt so scheiße, dass er gut ist. Platz 4, Captain Underpants, der super tolle erste Film. Platz 3, Cars 3. Platz 2, S. Platz 1, Blade Runner, 2049. Also wenn ich so von unten nach oben gehe, habe ich die ersten drei alle gesehen. Captain Underpants habe ich nicht gesehen. Dann reißt bei mir die... Ja, dann musst du Captain Underpants gucken, das ist ganz deutlich. Captain Underpants, aber dann müsste ich auch noch Geostorm gucken. Oder ich warte, bis Captain Underpants dann einfach fällt. Mal gucken, was hier anläuft diese Woche. In Stuttgart am 26.10. geht's los mit Jigsaw, der wahrscheinlich letzte Teil der Saw-Reihe, oder vielleicht auch nicht. Dann gibt's Thor, Tag der Entscheidung, mit Chris Hemsworth und Tom Hiddleston und Kate Blanchett. Und du bist nicht da. Mensch. Ich bin nicht da. Ja. Aber macht doch dort mal Kino, oder? Ja, nee. Ich wüsste nicht. Also ich habe gerade nebenher noch geschaut. Also ich weiß jetzt, dass es dort ein Netto gibt, aber und ein Rewe und ein Bäckerei Lind und bei Sandy. Und dann das Schönste, was ich da nebenher gefunden habe, war noch Hotel Restaurante Herbststein und dann Heidi Ruhl. Mhm. Also bei Heidi Ruhl kann man auch übernachten. Mal gucken. So. Das ist sozusagen... Nee, ich sag's jetzt nicht. Nee, sag's lieber nicht. Das ist die Rosi sozusagen. Ja, ich glaube, die hat ein Telefon. Ja. Und auf 4,8... Nee, wie war das? 4,8,15? 36, 17, 8 oder so. Ah, ja, genau. Neue Deutsche Welle wieder mal. Oder wo wir auch reingehen können mit der Klasse Fuck You Goethe 3. Der vermutlich auch letzte Film der Reihe. Ja, das ist der letzte. Ja. Der kleine Vampir läuft noch an. Oh, das ist ein Animationsfilm, oder? Tatsächlich. Ha? Dann läuft dieser Django, ein Leben für die Musik. Biopic über den legendären Gitarristen Django Reinhardt. Also, wenn ich im Nachnamen Reinhardt heiße, nenne ich doch mein Kind nicht Django. Also, der 1943 vor den Nazis flieht. Also muss das ja damals gewesen sein. Na gut. Als er sich weigert, eine Tournee in Deutschland zu spielen, okay. Django Reinhardt. Ja. Wer heißt denn du? Benjamin Schmidt. So. Ja. Ich hab einen Schüler, ich sage jetzt nicht seinen Namen, aber ist nur so viel. Er ist, seine Mutter ist Griechin und der Vater ist Engländer. Ja, okay.
Das heißt also sowas so ähnlich dann, also ich sage jetzt wie gesagt nicht den richtigen Namen, aber das ist dann, man stelle sich vor, er heißt so ähnlich dann wie Anastasius McGregor. Auch nicht schlecht. Ja. Kennst du den Witz, wo die hübsche Frau in das Zugabteil reinkommt, wo nur ein Mann alleine sitzt und dann fragt er sie so, was mögen Sie so? Ja, ja. Winnetou Kowalski, genau. Oder wie war das? Winnetou Kowalski. Na, Kowalski. Yes. Hast du den Witz für unsere Hörer versaut, aber gut. Entschuldigung, ja, ich helfe gerne. Es startet auch noch God's Own Country. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei ungleichen Männern, die sich auf einer Farm im wilden Yorkshire näher kommen. Doch nicht nur die Natur ist dort rau und karg. Wie Filmbeschreibung. Wahrscheinlich so eine Art hier Brokeback Mountain hier, aber in Yorkshire. Mhm. Sommerhäuser. Ein deutsches Drama um eine Großfamilie, die sich wie jedes Jahr im Garten der Großmutter trifft. Doch im Jahrhundertsommer 1976 ist alles anders als in den Jahren zuvor. Okay. Maudy startet noch, das hat ja auch jemand getippt. Ein Biopic über die kanadische Künstlerin Maud Lewis, die in einer Fischerhütte lebte und farbenfrohe Naturbilder verkaufte, unter anderem an den US-Präsidenten. Mhm. Interessant. Attack on Titan, Feuerroter Pfeil und Bogen. Compilation der ersten 13 Folgen der Anime-Serie Attack on Titan über eine dystopische Zukunft, in der menschenfressende Titanen ihr Unwesen treiben. Wow. Ist cool. Jack Strong mit Patrick Wilson. Da steht jetzt gar keine Beschreibung dazu da. Aber das klingt doch wie so ein Jack Strong, sagt mir doch irgendwas, wo der einer. War das nicht der Film? Nee, ist irgendwas anderes. Hä? Gab es da nicht mal so einen Film, wo der einer als Schneemann oder so? Warte mal, Patrick Wilson? Gut, dass du so vorbereitet bist. Scheint mich hier. Kino.de ist normalerweise immer vertrauenswürdig, aber hier. Doch, Jack Strong mit Drama mit Patrick Wilson. Irgend so ein Polit-Drama, würde ich mal sagen, wenn ich das hier richtig lese. Gibt es bis jetzt nur hier eine englische Filmbeschreibung und einen YouTube-Clip. Mal gucken, was es hier geht. Jack Strong is a gripping spy thriller that tells the true story of one man who dared to challenge the Soviet Empire. Wow. Okay. Okay. Interessant. So, wie komme ich hier wieder zurück? Ach, hier. Und ein Film namens das ist ein Doku. Untitled, eine Dokumentation, die läuft bei uns nicht. Okay, dann waren das die Filmstarts für diese Woche. Mal schauen, ob da vielleicht sogar einer von diesen zwei getippten Filmen in das Sneak Preview kommt. Hast du irgendwas mit Serien oder Games vielleicht? FIFA 18 oder so? Wie ist es auf der FIFA PlayStation? FIFA 18 habe ich bisher ein ganzes Spiel geschafft, Serien auch gar nichts gerade. Also bin ich gerade etwas raus, fehlt mir ein bisschen die Zeit. Dann springen wir mal hier weiter. Rätselecke. Da wir jetzt nicht genau wissen, was bei der Kate die Lösung war. Ich weiß es, Vincent will mehr. Okay, du weißt doch. Vincent will mehr, ich habe es in Erfahrung gebracht. Ah, es war Vincent. Ich kann Handys bedienen nebenher. Vincent will mehr, aha. Ja. Okay. Ich suche gerade, hat sie dir was Neues gegeben noch? Ansonsten suche ich mal schnell was raus. Ah, ich nehme das, das ist cool. Genau. Jetzt muss ich bloß sehen, wie ich das negieren kann, dass es hier irgendwie oder neutralisieren kann. Der Commander wird wegen Befehlsverweigerung strafversetzt. Um den Draufgänger zu zähmen, wird ihm die biestige Agentin Tamara als Aufpasserin zur Seite gestellt. Zwischen den beiden kommt es zu Zwistigkeiten. Die Machtkämpfe nehmen allerdings ein Ende, als sie nach einem Angriff von Außerirdischen plötzlich die Erde retten muss. So. Mal gucken, ob das jemand weiß. Habe ich jetzt ganz schnell rausgesucht hier. Ich muss das mal speichern, dass ich nächste Woche noch weiß, was das war. Ich weiß es. Du weißt es schon? Mhm. Okay. Ich habe extra alle möglichen Begriffe, die es sein könnten, habe ich extra, während ich es gelesen habe, rausgenommen. Ich glaube, ich weiß es. Also ich könnte es mir vorstellen. Du könntest mal nach der Sendung, sagst du mir mal. Ich bin da ruhig. So, und dann muss ich ja noch mein eigenes auflösen. Achso, jetzt nur so als Hinweis. Ne? Also wer glaubt, die richtige Lösung erkannt zu haben, es handelt sich um einen Film, der jetzt irgendwie an diesem Wochenende im Fernsehen lief.
Wer glaubt, die Filmbeschreibung, den Film daraus erkannt zu haben, der schreibt einfach eine Mail an kate@kinocast.net. Die wertet das nämlich aus. Wir wissen jetzt leider nicht, wer letzte Woche gewonnen hat. Oder hat sie es dir auch gegeben? Nee. Dann machen wir das nächste Woche. Bis dahin hat die Kate das ausgewertet und da kommen dann die noch dazu. Ich hatte letzte Woche noch, nannte sie Shake Hands, Tatort, die Küche einer Gaststätte. Der unbewaffnete Junkie wird von einem schwer bewaffneten Schurken verfolgt. Der Junkie ergreift ein Küchenmesser, mit dem es ihm gelingt, den Schurken zu verletzen. Dann nimmt der Junkie die Hand des Schurken, das überlebt der Schurke nicht. So. Und weißt du es? Nein. Nee, es ist Crank. Mit dem Hackmesser hat der Junkie dem Schurken die Hand abgeschlagen. Als der Schurke wütend vor Zorn und Schmerz zum Angriff ansetzt, hebt der Junkie die Hand des Schurken vom Küchenboden auf, die den Revolver noch fest umklammert hält. Und so kann der Junkie den Schurken erschießen. So, ich weiß leider nicht, ob es jemand richtig hatte. Das werden wir dann nächste Woche erfahren. Ich habe aber noch eins. Oh, das ist aber ein kurzes. Kann ja alles sein. Ja, der ist cool, der Film. Auch schwer. Mal sehen, ob es jemand weiß. Die Überschrift lautet Gute Aussicht. Und der einzige Hinweis ist, ohne Flinte sitzt ein Jäger ruhig auf einem Ast. Ha. Okay. So, okay. Muss auch mal was Schwieriges dabei sein. Und dann sind wir soweit hier eigentlich durch die Themen. Ich gucke mal in das Feedback rein zur letzten Sendung. Mal gucken, ob es da gab es doch irgendwas. Ich habe irgendwelche Kommentare in Erinnerung. Ja, 5 Stück sehe ich hier. Der Spreewurm hat gemeint, er weiß gar nicht, was die Männer alle haben. Er fand nämlich den Film gut, den wir letztens hatten, nämlich diesen Liebe zu Besuch hieß der. Und er mag Reese Witherspoon sehr gerne. Er gibt 8 von 10 Punkten. Er hat außerdem die Preview gesehen zu Die Unsichtbaren, wir wollen leben, ein Doku-Drama über den Zweiten Weltkrieg mit dem kürzlich verstorbenen Andreas Schmidt, in Klammern sein letzter Film, und Florian Lukas, er gibt 7 von 10 Punkte. Und in einer Berliner FAF-Sneak kam Schneemann mit Michael Fassbender, der läuft ja diese Woche an. Großartige Rolle als heruntergekommener Polizeibeamter, außer Dienst, Alkoholiker, getrennt von Frau und Kind. Val Kilmer, J.K. Simmons und Charlotte Gainsbourg sind auch mit dabei, wusste ich gar nicht. 8 von 10 Punkte. Und er hat noch einen Kommentar geschrieben, war wahrscheinlich einmal so im Flow. Er staunte nicht schlecht, dass ich mich an ihn erinnert hatte. Du hattest recht mit allem, er war immer auf der Film Gera im Forum, um die fehlenden Sneak-Filme zu ergänzen bei Score 11. Genau, Score 11, die haben so eine Sneak-Prognose. Und wenn das gut gefüttert wird aus allen möglichen Quellen, dann ist die eigentlich auch immer ziemlich präzise. Ich werde Metropol Stuttgart mal vervollständigen die Tage. Hat er jetzt eine gute Anlaufstelle gefunden, um da immer die aktuellen Daten zu bekommen. Und ja, Spreewurm, wenn du wissen willst, was morgen quasi kommt, geh am besten auf Facebook und abonniere die Metropol Sneak Facebook-Gruppe. Denn dadurch, dass ich ja morgen nicht in der Sneak bin, wird es da keine Sendung über den Sneak-Film geben. Wir haben natürlich dann andere Filme, die wir gucken. Ich gehe bestimmt nochmal ins Kino oder so. Und außerdem habe ich hier auch Rezensions-Blu-Rays liegen. Chris, du kannst dich vielleicht erinnern, ich hatte euch mal gefragt, ob euch der Film auch interessiert. Space Walker heißt der. Wir hatten ja verschiedene angefragt bekommen. Eine bildgewaltiger inszenierter Science-Fiction-Blockbuster über die Eroberung des Weltraums basierend auf wahren Begebenheiten. Ha, klingt interessant. Ich habe noch nicht reingeguckt. Du bist ja jetzt erstmal weg, aber vielleicht kann ich da Kate irgendwie eine geben oder so. Dann kann die schon mal einen Blick reinwerfen. Haben wir auf jeden Fall den zu besprechen nächstes Mal. Und da wird es dann auch ein Gewinnspiel geben dazu. Wir haben eine DVD und eine Blu-ray. Die Steff hat noch geschrieben, ob wir Primeval gemeint haben. Eine wirklich großartige britische Serie, die 5 Staffeln auf Pro7 lief. Nicht nur eine, das war genau ihr Geschmack. Dinosaurier und Zeitreisen, was will man mehr? Oder meintest du vielleicht das kanadische Spin-off Primeval New World? Steff, ich muss ehrlich sagen, für mich ist das irgendwie gefühlt alles eins. Ich weiß nicht, was da irgendwie... ich weiß nicht, ich habe da immer Primeval, es war nichts für mich. Und irgendwann stand da halt mal Primeval New World da, es war auch nichts für mich. Und ja, keine Ahnung, ich fand das irgendwie ein bisschen komisch, habe dann nochmal weggeschaltet da.
Bei Star Trek meinte sie die erste Szene bei der Einleitung, das stimmt, wo die den Brunnen graben. Da war was mit oberste Direktive. Ja. Genau. Und die Steff, oh, die hat auch noch einen riesen Beitrag geschrieben. Achso, sie hat ja nämlich, weil ich ihr den zur Verfügung gestellt hatte, den alten Blade Runner geguckt in der Original-Kinofassung, bevor sie den neuen Film im Kino geguckt hat. Und sie fand den alten jetzt nicht so gut, weil der wirkt halt wahrscheinlich doch ein bisschen mehr 80er-mäßig und entspricht halt doch nicht mehr so ganz so den modernen Sehgewohnheiten. Aber wer den damals gesehen hat, der hat den halt, den hat es halt total weggeblasen, wie mich halt. Ne? Und sie gibt halt für den neuen 8 von 10 Holzfiguren und für den alten steht gar keine Wertung drin, aber auf jeden Fall schlechter. Okay, dann gucke ich mal noch rein in die, in eure Bestellungen bei Amazon über unsere Affiliate-Links. Wenn ihr den Kinocast unterstützen wollt, klickt irgendwie so einen Link und bestellt da was, ihr wisst Bescheid. Mal schauen, was so in den letzten 7 Tagen hier aufgelaufen ist, was der Chris alles bestellt hat und so. Nee, nicht nur. So bestellte Produkte. Ah, das habe ich bestellt. Das steht hier auch drin. Ist ja komisch. Ja, was hat der Chris alles bestellt? Nee, du bestellt hast. Nee, ja, ja. Für mich steht drin Blade Runner 2049 Limited Steelbook Edition Blu-ray. Das fällt dann aber nachher wieder raus. Das erkennen die irgendwie, dass das für mich ist. Okay. Geht dann die Special Edition? Geht die dann 2 Tage? Ich habe keine Ahnung. Da stand überhaupt nichts weiter da. Stand nur da... 400 Minuten. Stand nur da, Steelbook halt und so. Und weil ich die Steelbooks ein bisschen... 400 Minuten Ryan Gosling, wie er einfach nur in die Kamera starrt. Er hat auf jeden Fall jemand bestellt. Ein Lego Star Wars Darth Vader Transformation. Norden Security Premium. Eine Pfanne von Tefal. Und David Ryo Consumer Trotters Green Chai. Das ist Tee, oder? Ah ja. Tee. Ja, vielen Dank an alle, die sich jetzt hier wiedergefunden haben, inklusive mir. Nee, anscheinend ist das nur die Vorauswertung. Kann ich hier irgendwo sehen? Was muss ich denn hier klicken jetzt? Ich sehe da nicht mehr durch. Wir haben das alles geändert. Früher konnte ich mal sehen, die Sachen, wo wir wirklich einen kleinen Prozentteil bekommen haben. Jetzt sehe ich irgendwie nur noch alles oder egal. Oder nichts. Alles. Ja, hast du noch irgendwas? Ich muss packen. Ja, geh mal packen. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Einspringen hier und bist natürlich jederzeit gern willkommen hier. Wünsche mir dir eine gute Reise. Komm gesund wieder. Dank. Lass dich nicht viel ärgern von deinen Schülern da. Ich sowieso, ich bin ja nur Begleitperson und ich habe jetzt auch gehört, wir müssen eigentlich nur den studentischen Kräften, also den studentischen angehenden Sonderpädagogen dort, die das, dieses Programm leiten, müssen wir nur auf die Finger gucken, dass die keinen Blödsinn machen. Also ich überprüfe quasi die, wo wir die Kids betreuen. Das ist doch bestimmt ganz beliebt, deine Rolle dort, oder? Das ist mir völlig Banane. Wenn es regnet und die müssen draußen schaffen und ich kann drin hocken und Kaffee trinken, bin ich glücklich. Guckst von innen mit dem Fernglas raus, ne? Das ist da alles so. Mit dem Handy und mach lustige Bilder. Genau, ein bisschen oder geh rüber in die Vulkantherme, in Vulkansauna. Die Snapchat-Stories machen und so. Oder ich gehe zu den Sportpferden. Sportpferde, meine Güte. Ostwind, ich sag ich noch. Bäcker. Ich weiß schon, warum du Ostwind hier so, ne, so gefeiert hast. Kannst mal ein bisschen Pferde, der Pferdeflüsterer. Na genau. Na gut. Wunderbar. Bis nächste Woche dann. Macht's gut, liebe Hörer. Lasst euch gut gehen. Tschüss, Chris. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Naja. Wollen wir loslegen? Moment. Kannst ruhig dabei essen. Ja, ich werde es dann kurz stumm schalten. Das bringt ein bisschen, aber weißt du, das macht es etwas nahbarer für die Hörer. Weil ja, ich habe beim letzten Pausenspiel habe ich nebenher ein paar Chips noch gegessen und irgendwann hieß es, du Krümelmonster. Ja, genau, das ist, weil die Hörer, die essen ja auch nebenbei. Das ist ja eben, das macht einfach Hörer. Und denken die, ach, der ist da auch gerade, Mensch, das ist ja. Ja, wir sind ja nah dran am Volk. Genau. Oh Gott,
du das schon alles aufgenommen hast. Ich habe im Nils auch schon angedroht, wir machen jetzt mal so eine. Kennst du den Witz mit dem Indianer? Mit dem Indianer und dem Pferd und dem Hund und dem Schaf? Oh je. Sprich dich aus. Was? Kennst du den oder kennst du nicht? Ich weiß es nicht, kann schon sein. Ja, da sind so Touristen in so einem Indianerreservat, ne? Und der eine von denen kann Bauchreden. Und dann steht da hinten so ein Indianer, da hat sein Pferd daneben und so ein Hund und ein Schaf und so. Und die machen da so einen auf Indianer, ne? Und dann sagt er, komm ey, gehen da mal hin, wir verarschen den mal. So. Und da geht der Bauchredner da hin, sagt so, hey, hier, großer Krieger, kann ich mal mit deinem Pferd reden? Ich kann mit Tieren sprechen. Und er sagt, ne, Pferd spricht nicht, sagt der Indianer. Und dann geht er zu dem Pferd hin, streichelt es so, ne, und wie geht's dir so? Und dann sagt das Pferd, ja, oh, alles super. Ich wäre auch mal geritten und krieg dann immer gutes Hafer und so und werde dann immer abgerieben und so, alles super und passt. Schönes Leben hier mit dem Indianer. Und der Indianer so, boah, was, wie geht denn das? Sagt er, kann ich jetzt mal mit deinem Hund reden? Sagt er, nee, Hund spricht nicht. Geht zu dem Hund hin, und wie geht's dir so? Und antwortet der Hund so, oh, mir geht's super, ey. Wir spielen immer mit den Stöckchen werfen und so und alles super, krieg gutes Futter und immer mal einen Knochen und so, alles wunderbar. Geht er wieder zurück zu dem Indianer und sagt, und kann ich mal mit deinem Schaf reden? Nein, nein, Schaf lügt. Oh Mann. Da lobe ich mir das, was ich jetzt zuletzt bekommen habe als Bild hier mit draußen hing ein Zettel und da stand, haben Sie unsere Katze gesehen? Hab angerufen und nein gesagt. Man hilft und man kann. Oh, ich kenne das bloß, dieses Bild, wo da einer irgendwie, haben Sie unsere Katze gesehen? Und dann hat jemand unten drunter so ein Bild von Alf und dann steht drauf, ja, ich. Ja, das ist auch gut, ja. Aber ich finde, man hilft und man kann, finde ich einfach geil.